Tickets für heute? Hello, tickets for the opera, for the ballet today? No. Entradas para hoy? No, gracias. Would you like to see the opera or the ballet tonight? Mein Name ist Milan Enchev und ich arbeite seit 20 Jahren als Kartenverkäufer in Wien. In den letzten 9 oder 10 Jahren, ich verkaufe auch Tickets als selbstständig für Staatsoper, organisiere selber auch Veranstaltungen und eigentlich mein ganzes Leben in Wien ist mit diesem Job verbunden. Hallo, Tickets für heute? Wir haben in der inneren Stadt sehr viele Beschwerden bekommen, gerade in der letzten Zeit, über die Anzahl der Mozart-Verkäufe. Es ist ein Ganzjahresphänomen. Heute ist ein kalter Tag, da sind dann vielleicht nicht ganz so viele da, aber sonst kann es schon sein, dass da sehr, sehr viele Kartenverkäufer unterwegs sind. Es ist der Stephansplatz natürlich der Ort, wo die Hauptbeschwerden sind, aber es ist auch vor der Staatsoper ein Ort, auch, wo natürlich die Oper voll zur Geltung kommen soll. Es ist wirklich okay, dass Sie das einführen werden, nur passen Sie darauf, dass es gerecht wird und dass jede ungefähr gleiche Chance hat. Brauchen Sie Karten für heute? Für heute? Wann ist das? Die meisten Touristen, die im letzten Moment suchen, haben nicht die ganze Information, wo und wie sie Karten bekommen können. Das, was wir jetzt machen als Kartenbüroverkäufer, ist, dass wir die Karten im Voraus kaufen und verkaufen mit Zuschlag an Touristen, die bereit sind, mehr zu zahlen dafür. Ich habe denen die Loge 6 im ersten Rang in der zweiten Reihe verkauft. Um 40 Euro pro Stück und die werden das online buchen über meine Webseite. Für Onegin, fürs Ballett. I think it's a good offer if people don't have opportunity to buy tickets months ago. So now we have it. It's not a very good view, it's a restricted view. Is there a discount? Yeah. How much discount you want? Because today is the last day of... Yeah, tell me your budget if I, and I will tell you if I can sell it. Es gibt Karten, wo es überhaupt keine Sicht gibt zur Bühne. Und es gibt Karten, die mit ziemlich guter Sicht. So, es ist schon leicht eingeschränkt, aber es ist nicht so, dass der Kunde überhaupt nichts sieht auf der Bühne. Ja? Und das entscheidet, wie viel kann man natürlich dazu zuschlagen. Es hängt auch von vielen Faktoren. Wer singt in die Oper, wie gut die Vorstellung ist. So einen fixen Prozent für die billigeren Kategorien gibt es nicht. Das ist im Endeffekt eine Vereinbarung zwischen mich und der Kunde, was er bereit ist zu zahlen. 30. Yeah, it's a really good price. Then let me check. I don't like this ticket selling system because I don't know who is the rear officer and I'm not sure the price is enough to buy it. Tickets für heute? Wenn natürlich die Mozart-Verkäufer sich an einem Ort einfach zusammendrängen, dass es dann eher eine Art Slalom wird für die Menschen, die dort versuchen, natürlich den Platz zu queren. Es kann sein, von diesen 500 oder 300 Verkäufer vielleicht 20 belästigen die Touristen, ja? Aber die anderen 280 arbeiten ihren Job ganz normal und sind ganz höfliche und intelligente Menschen. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Dankeschön. Ja. Bitte, wiedersehen. Ich persönlich habe den Job gewählt, nicht weil ich wollte, weil es war damals die einzige Möglichkeit, einen Job zu bekommen. Und mit den Jahren, ich habe mich gut etabliert in den Job, ich habe das gut gemacht und ich suche seit Jahren eigentlich, das zu wechseln. Aber dadurch, dass die Branche sehr spezifisch ist und ich Erfahrung nur in diese Branchen habe, es ist ganz schwer, Job irgendwo anders zu bekommen. Keine Belastung für die Stadt. Wir zahlen Steuer, wir zahlen unsere Krankenkasse. Wir leben von dieser Arbeit. Ich bin 53 Jahre, okay? 53 Jahre. Ich habe auch ein schwieriges Leben. Wo ich werde arbeiten? Wo? Das ist mein Kartenbüro hier. Ja, kalt, Regen, Schnee. Arbeit. Metallurg hier, okay. We have very cheap ticket. This is the first road. Wir sagen, bitte helfen uns, gib uns einen Platz zu verkaufen, zum Arbeit. Die Sperrzonen, wenn sie die einführen, das wäre katastrophal für einige. Für die Großen, wie gesagt, nicht. Mozart-Orchester, Schönbrunn, und Residenzorchester, die sind seit Jahrzehnten schon auf dem Markt. Die sind nicht abhängig von der Straße sozusagen unbedingt. Die können vieles sich leisten.
Und für aber Sie? Nein, für mich persönlich, das wäre katastrophal. Man braucht eine Regelung, auf jeden Fall. Es kann nicht jeder kommen und einfach etwas machen, was er will. Daher ist die Magistrate auch da und es wäre schön, wenn sie das richtig kontrollieren. Und bei der Verteilung wäre wirklich schön, wenn man auf Gerechtigkeit schaut. So, die Großen, die 1500 Plätze im Saal haben, können ein wenig mehr haben, aber auch, dass die Kleinen, die schon veranstalten und hoffen auf die Straße, Karten zu verkaufen, die sind 80% abhängig von der Straße. Das heißt, die müssen zusperren. Sie ja auch. Ich auch. Jetzt für heute, fürs Ballett? Für heute, ich habe 8 Stück gehabt, 2 habe ich verkauft jetzt und ich hoffe, die anderen 6 werde ich auch verkaufen. Zum Mitgewinn. Wenn nicht, dann werde ich versuchen, das irgendwie loszuwerden. Ich möchte überhaupt nicht bleiben, wenn es an mich geht, weil es sehr kalt ist, aber ich bin schon seit 2 Uhr hier. Ich muss wahrscheinlich bis 19.30 Uhr bleiben, bis die Oper anfängt. Aber jetzt gibt es ein bisschen Belebung hier und ich hoffe, das wird erfolgreich enden am Ende.